Meine Damen und Herren, heute präsentieren wir den Froschkönig. Der Froschkönig. Na toll. Immer das Motto Fake News im Auge. Ganz wichtig. Das war deutlich zu spüren. Das Spiel mit der Angst wurde in das Märchen des Froschkönigs eingeflochten. König Georg hatte Angst vor dem Regieren. Dann mutiert er mit einer geheimnisvollen Kugel zu einem kaltherzigen und bösen Machthaber, verliert die Kugel wieder und sofort ist die Angst wieder da. Ein Feigling! Ich bin ein Held! Diese Angst spielte aber bewusst in dieser Märchenversion eine große Rolle. So Schauspielerin Claudia Roig, die im Übrigen alle Rollen alleine in diesem Stück spielte. Sag mal, was ist denn mit deiner Angst passiert? So ängstlich bin ich gar nicht mehr. Nee. Nein. Also dieses Thema Angst und wie man seine Angst überwindet, wodurch oder wie man sie unterdrückt, spielt in dieser Version einfach eine sehr große Rolle. Das würde ich mal sagen, kommt jetzt im Original nicht so raus, auch wenn es trotzdem darum geht. Aber das wird eben sehr betont hier in der Version. Deswegen finde ich die auch sehr spannend. Claudia Roig zog sich hinter der Bühne blitzschnell um und schlüpfte in die nächste Rolle in diesem Märchen. Wie bin ich nur hierher gekommen? Das weißt du doch ganz genau. Hier gibt's eklige Molche, bestimmt ein Brunnen und Frösche. Aber der einzige Frosch hier, der bist du. Ein echter Froschkönig. Die Schauspielerin band auch immer wieder das Publikum mit ein in das Märchen des Froschkönigs. Wie viel sind das ungefähr? Beliebige Währung. Ja? Zisterzen, 15 Stück. 15 Zisterzen. Gut, 15 Zisterzen. Mhm. Wunderbar. Dann geben Sie mir 10 und 5 dürfen Sie behalten, okay? Das gefällt Ihnen nicht? Nee? Wenn Ihnen das nicht gefällt, dann lasse ich Sie einsperren. Ja, wollen Sie wissen, warum? Wegen Steuerhinterziehung. Und dieses Mitwirken des Publikums veränderte natürlich den Verlauf. An deinen Händen, deine magnetischen Kräfte. Boah, ja, mach mal stärker, mach mal noch mehr. Ja, ich brauche noch mehr. Man kann zumindest sagen, dass das Stück jedes Mal anders wird dadurch, weil immer sitzen andere Menschen, andere Kinder und auch Erwachsene genauso drin und sie bringen andere Temperamente und Interessen mit und anderes Alter auch. Das ist auch immer sehr unterschiedlich und dadurch wird es immer neu und bleibt sehr spannend. Also man muss es immer ein bisschen anpassen auch. Claudia Roig zeigte nicht nur ihr schauspielerisches Talent, auch gesanglich überzeugte sie. Besonders stolz, ein Multitalent wie Claudia Roig auf der Theaterbühne zu haben, war Regisseur Mario Eick. Ja, also das ist natürlich schon ein kleines Kabinettstückchen. Und da ist so ein bisschen auch zu erkennen, was ein Berufsschauspieler ausmacht, dass er wirklich auch sehr viel Repertoire hat. Man hat auch gesehen oder gehört, dass die Claudia Roig gut singen kann. Ist eigentlich ursprünglich eine Sängerin, also Opernsängerin. Hat an größeren Opernhäusern schon gespielt, Staatsoper in Schwerin, überall Jerusalem zum Beispiel oder Barcelona. Und das ist natürlich toll, dass wir die im Ensemble haben. Und natürlich bin ich sehr stolz, das zu sehen, zumal ich ja mir das ausgedacht habe, dieses Stückchen, und auch inszeniert habe. Und wenn man dann jetzt so, das habe ich vor 3 Jahren inszeniert und das hat jetzt auch lange gelegen oder sie hat es im Norden gespielt. Und ich habe es jetzt mal seit Ewigkeiten wieder gesehen und habe gedacht, no, mein Gott, die hat das aber sehr gut gehalten und sehr präzise und genau. Die ganzen Figurenwechsel ohne Masken, ohne alles, hat man ja abgenommen. Ist natürlich also auch für mich als Regisseur schön anzusehen. Der Regisseur stand auch im Freigelände der Altöttinger Herrenmühle mit auf der Bühne, etwa bei dem zweiten Märchen Rotkäppchen. Allgemein bekannt, eigentlich ein sehr gruseliges Märchen. Bei uns wird aber der Wolf, der alte Wolf, resozialisiert. Also die Geschichte an sich ist also schon frei nach Grimms Märchen, aber eigentlich ein schönes Comedy-Stück für Jung und Alt. Das Theater für die Jugend zeigte mit seiner dritten Produktion im Rahmen der Workshop-Woche des Kreisjugendrings zum Thema Fake News das Theaterstück Die Heinzelmännchen. Das nächste Highlight in der Region unter freiem Himmel ist? Also am Dienstag, den 17. spielen wir im Rahmen des Burghauser Kultursommers im Kloster Reitenhaslach in der wunderschönen Open-Air-Bühne dort Hamlet von William Shakespeare, Prinz von Dänemark. Um 20 Uhr geht's los.
Karten gibt es bei der Stadt Burghausen, Tourismusinfo, Bürgerhaus, das weiß man ja. Und wenn es regnen sollte, spielen wir genau eine Woche Dienstag später nochmal am 24. Wenn Sie mehr über die Theatergruppe und die Termine erfahren möchten, dann finden Sie mehr Infos unter dieser Internetadresse.